Guten Tag. Da sind wir. Das ist ziemlich. Wir haben zusammengefasst vom letzten Mal. Und Obel wurde angegriffen. Wir sind auf der Flucht und haben Leute gesammelt. So. Und. Genau. Jetzt müssen wir die Flucht sozusagen beenden oder offiziell machen. I don't know. Ich wollte noch nicht direkt wegfahren und. Jetzt tun wir das. Weg von Obel. Sind wir aufbereit? Ja. Ich bin soweit. Alright. Okay. Cool. Any news? Yes. Oh. According to Sokolton's message, the people in the area are gathering at the wharf. What shall we do? The wharf? Something's going on. I'll go see for myself. Inform the other ships to stand by and stay alert. Yes, sir. Stimmt. Wir sind auch noch draußen. Hey, du, ich will dich immer noch tot sehen, du nervst. Hey! One of the ships is headed this way! Versteck dich halt oder so, I don't know. Hurry! Hurry up and escape! I will take care of this! Hey there! Over here! I'm over here! Right here, guys! Do you need a target to aim for? Okay, I've got one! Aim for this! Wie inkompetent kann man sein? Mm-hmm. Naja. What's that? What does he think he's doing? There's something in that vicinity. Search the area carefully. Genau, Gegend davon ablenken. Hier sind wir. Achte auf mich. Guck hierher. Bitte tötet ihn. Los, schieß. Tötet ihn. Your Majesty! Your Majesty! Hurry! Na, kannst du nicht so sagen. Everything on our end is ready, sir. Good. This is it. We've got only one chance at this. You're in charge here. When you're ready, give the order to set sail. Wait, warum bin ich der Anführer hier? Du bist der König. Du hast das Sagen. Und ich bin kein Schiffskapitän irgendwie ausgebildet oder sowas. Wobei, okay, doch halbwegs von den Schlachtschiffen. Bring down the cliff! Okay. What the? It seems the wharf has collapsed. No, there's something inside. Prepare to fire the rune cannon. Yes, sir. Oh mein Gott, ein Boot. Großes Boot. Hard to port! Let's get out of here! Hallo, du? Diese kurzen Ladescreens für jeden Szenenwechsel. Fire! Aber ich werde mich nicht daran erinnern, das war da was rumzukacken. Oh Mann. Grab ihn bitte. Scheiße. Shall we pursue them? Damn it. There's no time. We'll take care of the ship later. All hands prepare to make landfall as planned. Yes, sir. Uhuhu. Dann haben die wohl ganz offiziell damit Obel dann eingenommen. Was auch immer das genau bedeuten mag am Ende. Right now, we won't stand a chance against their fleet. Klar, ich stehe doch hier. Ich habe meine Ruhe. Setsu, everyone, I'm sorry. Please hold on just a while longer. I will return to the kingdom, I swear.
We will now establish an interim Kuluk government here. This will benefit not only Kuluk, but everyone on the island. Yeah! Yeah! Hail Sir Troy! Your Majesty, please be safe. Okay, sind wir einfach hier. Alles ist ruhig. Hatten wir nicht gerade so Probleme und ist eilig oder irgendwas? Hey, ihr zwei. Was geht ab? Wir müssen nicht alle hart kämpfen. Okay. Okay. Doch, alles klar bei dir. Du bist doch nicht müde, oder? Entspann dich mal ein Weilchen. Ich glaube, jetzt haben alle ihren standardgenerischen "Wir stehen in der Basis rum" Dialog. Ich will helfen, aber nur so lange, bis der unselige Krieg vorbei ist. Ich glaube, genau das hat er schon gesagt. Darf ich dir helfen? Darf ich für dich... Was darf ich für dich bieten? Okay. Da hat jemand Google Translate benutzt. Was ist das für ein Schiff? Kika. It's the pirate Kika. Hallo. You think she's looking for a fight? If it is Kika, I don't think she'd be looking for trouble. I was watching. I saw your battle. You call that a battle? It's more like we just ran away. We are about to return home. You should come with us. What should we do? I doubt we have much choice. We have to follow her. Aha. Muss ich das? Nicht wirklich. Außerdem ist sie ja nirgendwo zu sehen. Ich wüsste jetzt nicht, wo lang. Offiziell zumindest, oder? Okay, es ist einfach markiert. Aber es gibt gerade Wichtigeres, was ich vorher unbedingt machen muss. Wir haben ja jetzt das Schiff. Damit haben wir jetzt offiziell unsere Basis. Das Erste, was wir tun. Das kurz. Erstmal eine Gruppe bauen. Wir sind gerade alleine. Das ist gefährlich, nennen wir es mal so. Triggert das irgendwas? Nope. Ja, Herr Dorp. Herr Dorp, schön. Ich kann mich nicht daran in dieses Ver- Was? Ich kann mich nicht daran erinnern, diesen verbotenen Raum entworfen zu haben. Ich finde, dass dort etwas drin ist. Würdet ihr ihn bitte untersuchen? Er macht mir wenig Angst. Du hast das Schiff gebaut. Wie kannst du nicht von einem Raum wissen? Und woher soll ich wissen, welchen Raum du meinst und wo der ist? Naja. Weiter du bist. Oh, ein tiefer. Oder hör? Ah, hallo. Erst einmal. Ich finde ja mal kurz. Geht das? Genau. Es gibt nämlich... Wo haben wir sie denn? Er ist jetzt einfach dabei, aus dem Nichts. Ich glaube, der war offiziell noch nicht befreundet. Jetzt ist das. Du? Bist du auch einfach dabei? Wir haben bei der Flucht der Runenkugeln getragen in der einen Szene. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Du bist ein Schiffsbauer. Du bist von Dings, sind alle normal noch. Du bist dabei, ich habe keine Ahnung, wo du herkommst auf einmal. Chat, die war offiziell, glaube ich, schon da irgendwie. Aber gut. Ja, wir geben noch ein paar Leutchen mehr. Aus dem Nichts. So, ich muss mal was schauen. So. Nehmen wir unsere Handelsstraße sozusagen. So, Schmieden. Hi. Ich habe noch so einen Hammer hier rumliegen. Hab ich bekommen.
Wie weit kannst du damit schmieden? Das ist 9. Ja. Immerhin. Können wir sofort den nutzen. Also Rüstungen herstellen auch noch. Das meiste davon sind Handelsmaterialien, die man kaufen kann einfach. Aber das ist halt alles Standard-Müllausrüstung. Manche davon könnten besser sein, ja, aber... Naja, irrelevant. Runenstück anfangen, Standard-Schmiedezeug. Das Element in die Waffe bauen, aber vergessen. Was mich ein bisschen stört ist, dass man nicht wie in anderen Teilen hier einfach alle schmieden kann, sondern nur die Gruppe. Wie überflüssig. Oder habe ich was übersehen? Wait. Gibt es einen... Keine andere Auswahl? Nö. Aber... Wir sollen uns einen Raum angucken. Einen Raum. Ohne weitere Informationen. Raum des Doktors. You. Ich glaube, der war ganz unten irgendwo. Hm? Wer ist da? Kann ich reinkommen? Mausraum, komm rein. Oh, und bitte mach die Tür nicht zu weit auf. Okay. Hey, Mao. Hey, möchte ich ein paar Pilze? Hm, in diesem Raum ist es ziemlich feucht. Das ist wirklich ideal für die Pilze. Ich pflanze diesem Schiff Pilze an? Was? Ich bin auf einem Schiff? Ja, das seid ihr. Darf ich bleiben? Okay, cool. Dann mach das mal. Oh, Haimitsuba. Wait, magst du Pilze? Klar. Jetzt, wo wir schon hier sind, können sie sich an Pilze züchten. Ich werde das vollkommen ignorieren. Ja, mach irgendwelche Sachen, weil... Was schon, mach mal. Ich werde nie wieder hier runterkommen. Ich werde vergessen, dass es den Raum gibt und fertig. Training bei Reinhold. Ach ja, genau, den gibt es ja auch. Übungssaal. Nee, das war eher... Das war Mao. Und da wir gerade hier unten sind, können wir mal Hallo sagen. Hier ist Pablo. Guten Tag. Hallo, Herr Dorp. Ich bin Pablo. Ich erforsche hier die Runenkanonen. Schön, euch zu sehen. Du erforschst die Runenkanonen. Wäre schon interessant, wie die funktionieren, wa? Die werden hier reingestöpselt. Dann schießt sie an der Seite des Schiffs aus. Okay, cool. I guess. Na gut. Wie gesagt, da wir jetzt offiziell unsere Basis haben, kann man sich viel umgucken. Schiffsbauer. Das ist hier Toff. Hi, Toff. Hast du Segeltuch? Nun, solltest du mit dem jetzigen Segeltuch unzufrieden sein, kann ich das ändern. Ah, Schiffskonstruktion. Na gut, aber hab nichts. Anpassen. Hab keine, ne? Nö. Na gut. Ja, man kann ja sein Schiff irgendwie ein bisschen verbessern. Aber gut. Das sind so Sachen, die muss man nicht tun. Kann man tun, aber. Übungssaal. Was Mitsuba gesagt hat. Mitsuba? Ja. Hi, Reinhold. Was ist? Trainieren wir? Jetzt nicht. Meine Güte. Auch erst mehr Leute. Hallo. Geht mir nicht auf den Fuß. Okay, ich bin eigentlich nur unten gewesen gegen Mao. Weil er gesagt hat, ich soll mal gucken. Der Rest ist jetzt erstmal kurz egal. Man kann sich später nochmal umgucken, wenn alle dann da sind. Wir sind sehr viel später. Nee, wir machen erstmal das Wichtigste. Aber wir bei dir sind. Hey, Lino and Cool, das ist auch bei uns. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das offiziell schon... Oder doch, der ist auf der Tafel drauf, also zählt er auch zur Tafel dazu. Ihr wolltet eigentlich ja beim letzten Mal schon euch mitnehmen. Ausprobieren.
Aber dann kam noch nicht dazu. Sich wollten wir mitnehmen, aber da ich werde ich später eh noch benutzen. Wir können ja mal. Okay. Gehen wir von oben einfach nach unten durch, wenn wir noch nicht dabei hatten. Lino und Cool, das ist ganz neu. Legen wir los. Alright. Euch ist egal, ihr kämpft ja nicht. Also nehmen wir einfach Standard unser Heilungsgedöns mit. Oder ist You besser? I don't know. So, haben wir erstmal unsere Gruppe für Random-Kämpfe. Ihr seid natürlich alle nackig. Ich glaube, ich sollte mir auch einfach Rüstung kaufen für ercheatetes Geld. Ich könnte jetzt natürlich bei jedem Einzelnen in die Gruppe einmal nehmen, alles wegnehmen, dann die nächste Gruppe nehmen, alles wegnehmen, die nächste Gruppe und so weiter und so fort. Aber das ist ja genau wie bei... Es ist Zeitverschwendung, wirklich. Na, komm hier auch rein. Alle ausprobieren, also alle stark machen. Zum Herstellen werde ich nicht, sondern bei irgendeinem random Laden was kaufen dann. Genau. Chadley ist hier. Er ist unser Item-Shop. Ich frage mich, ob der alles anbietet, was auch Rüstungen. Interesting. Ich frage mich gerade, ob der beide Shops kombiniert, weil er hat nicht diese Flasche als Symbol, sondern einen Sack. Gut. Wie viel haben wir? 17. Und wir können billiges Zeug kaufen. Was heißt billig? Die Rüstung haben sie ja schon großteils an. Die besser wird's nicht. Das ist ja auch okay. Leib, Hand. Eure Sachen, nein. Oh, die Hälfte meines ercheateten Geld ist schon weg. Optimal, hier so, habt ihr ein bisschen Rüstung, fertig. Das reicht. Und jetzt, ich brauche nicht hochlaufen. Machen wir den da. Jetzt fahren wir rum. Und sammeln Leute ein. am wichtigsten ist, dass ich müsste hier hin zuerst. Also müssen wir irgendwo erstmal rumkommen, wait. Oh, so rum. Hey, das sind halt Schrottgegner, aber wir können unsere neuen Leute gleich ausprobieren. Lino macht Damage. Mehr als mein Held. Oh mein Gott. Okay. Das war der Standardkampf vor allem. Das, was man erwarten würde. Ist interessant, dass zumindest so eine Kleinigkeit, die sie besonders macht. Normalerweise, wenn die Leute zurückrennen, ja, dann haben sie halt diesen komischen Fortschritt. Wie man immer sieht, die laufen zurück und machen dann so einen Sprung. Sie hingegen benutzen richtige Ninja-Move. Außerdem kann sie noch die Bürger ruhen. Schauen wir uns alles mal an, ne? Hui. Hui. Bonk. Kann man machen. Einfach so. Nicht so langsam. X. Oh. Okay. Gut, damit haben wir schon wieder genug Normalkämpfe gesehen. Übrigens, wo ist die ganze gegnerische Flotte hin? Just asking. Kann ich? Nee, gerade. Kann ich das schon ansteuern? Ich weiß gar nicht, wo du warst, aber ich versuch's mal.
Naja, jetzt sind wir wieder in diesem... Naja, wir fahren jetzt einfach, ich spule vor, ich schneide raus, bis was kommt. Ach, schau an, da ist schon der erste neue Gegner. Die könnten sogar recht gefährlich sein. Wir riskieren es einfach mal. Ich hoffe, ich sterbe nicht schon daran. Aua. Okay. Das ist gefährlicher als erwartet. Und ich mache keinen Damage. Das kommt auch noch dazu. Und er lebt noch. Ach du Scheiße. Auf Gott, will ich Game Over bei Standardkämpfen. Uff. Na, immerhin. So, Held ist geheilt. Du bist. Also, die Ninja-Seite schnell. Muss ich das? Oder einfach wegzerren? Ich muss die einfach wegzerren. Ich hoffe nur, dass ich durchkomme vorher. Aua, ist das schlecht? Tschüss, Apagi. Und Lino ist auch Matsch. Ach komm schon. Er macht 100 Schaden. Ninja, gib ihm. Wir haben überlebt. Gerade so. Gott, na toll. Und Level up. Oh. Okay. Oh, 3 für mich. Paar für sie. Oh, Akagi ist ein bisschen drunter. Kein Wunder, dass er so schnell umgekippt ist. Uiuiuiui. Das sieht, wenn man sich in unsicheres Gewässer begibt. Nicht, dass ich da noch nicht hin darf oder so, aber. Na egal. Es ging nicht um die Gegner, sondern um was anderes. Und Akagi? 6 Level. Yeah. Na gut. Da sind wir. Ich muss es nur einmal angesteuert haben. Ach, nicht schon wieder. Und? Wir können ja anlegen. Anlegen. Ich dachte mir nur, da ich gerade in der Nähe bin, halte ich einmal kurz hier an. Kann hier noch nichts tun. Aber egal. Möchtest du Bord gehen? Ja, bitte. Nur kurz hier deswegen. Und Karte. Die Kringelinsel. Okay. Ja. Dann mal wieder umdrehen, weg hier. Ja. Gut, ganz ehrlich, wir treffen uns einfach hier in der Nahinsel. Und dann anlegen dann. So. Da ist die Insel vor uns irgendwo. Was haben wir denn hier? Wieder Trash-Mobs. Oh, ich kann euch freilassen. Dann hier, tschüss, haut ab. Gar nicht mit rumschlagen. So, aber bevor ich da das betrete, weil ich durch das Monstergebiet muss, machen wir einmal was. Was soll ich ankern? Können uns hier ausruhen. Boom. Und sind geheilt. Das meinte ich, sobald du das Schiff hast, kannst du dich jederzeit heilen. Also, ich fühle noch eine weitere Präsenz in der verbotenen Raum. In der verbotenen. Pff, Gott. Könntet ihr bitte nachsehen? Ich habe große Angst. Ja, okay. Gehen wir nochmal. Guten Tag, Pilzmann. Und du da. Wer seid ihr? Nein. Wer seid ihr? Oh, ich bitte. Was? Oh, bitte. Ich bin's Nao. Erinnerst du dich? Du erinnerst dich doch an mich? Nö. Ich kann mich nicht an dich erinnern.
Gut. Wenn du mal Lust auf Pfefferminzblätter haben solltest, dann schau vorbei. Okay. Und jetzt ist. I guess. Da gammelt so ein Pilz vor sich hin, schön. Ja. Wieder was ich jetzt mal gesehen. Ich muss jetzt nicht hochlaufen, ich kann einfach ablegen. Boom. Egal. Ja. Anlegen. In den Hafen. Mhm. Ah, schau an. Was liegt denn dort? Muss ich jetzt überrascht tun und so weiter, oder? Wer hätte seinen Müll hier liegen lassen, sag mal. Ah, Flaschenbotschaft. Eine Flaschenbotschaft. Was könnte es damit auf sich haben? Flaschenbotschaft. Korallen, Kringeln, Inseln. Okay. Naja. Aber darum geht es mir nicht wirklich. Das ist ein kleiner Nebeneffekt von hier. Wer auch nicht. Nee, nee. Erst einmal. Laufen, 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 laufen wir. Wie ihr. Oh, ein paar alte Fliegen brauchen wir nicht. Rückzug immer noch. Na. Gib mir was Neues zu verhauen. Ich sagte neu. Schlimm, schlimm, schlimm. Es, ich würde es fast schon Problem nennen an dem Levelsystem in Suikoden. Es gibt keinen Grund, alles zu bekämpfen. Naja. Oops. Did I just blink into a new place? Excuse me, where am I? Du bist weg. Okay. Cool. Das war interessant. So. Jetzt sind wir hier. Hey, du da. Sag mal. Die Jungs geht doch an Bord dieses Riesenschiffs, oder? Ja, so kann man es nennen. Könnte ich mit euch kommen? Diese Nike-Kobold-Geschichte schlägt mir langsam auf die Gemüt. Ich fühle mich nicht so gut und die Kundschaft bleibt auch aus. Also bitte, ich flehe euch an. Nehmt mich mit. Ich habe einen Tapetenwechsel nötig. Helft einem armen alten Mann. Okay, komm mit. Wirklich? Wow, gut, dass ich gefragt habe. Dann, ich gehe mal vor. Bang oder Bang, je nachdem, wie man es aussprechen will. Hi. Habe ich Lottel? Habe ich Dingens? 6 Stück? Gut. Bei dir noch nicht gewonnen. Ich glaube, jeder hat einen eigenen Hauptpreis. Und nur verloren. Okay, Pech gehabt. Gut, versaut. Was ist das versaut? Ich hatte keine wirkliche Wahl. Na gut. So, ich gehe mal zurück in Anführungsstrichen. Wait. Hallo. Du hast zurückgefunden. Never mind. Lass mich erstmal was verhauen. Was Neues. Dämonenfrosch. Okay, wenn du sagst, du bist ein Frosch, können wir dich mit in den Himmel nehmen. Wahrscheinlich. Hui. Dunk. Oh, wow. Ui, again. Ja, war tanky. Ninja-Angriff erlernt. Und Geld. Ja, stimmt, man muss ja die Teamangriffe erst freischalten. Oh Gott.
Man kann nicht mal die einfach so ausprobieren. Hallo, ich bin wieder da. Bist du auch wieder da? Ah, Vicky, hi. Wenn ich hergeflogen wäre, soll das heißen, dass ihr diejenigen seid, die mich beschützen sollen? Wenn ich hergeflogen wäre. Ich heiße Vicky, also. Wenn es euch nicht ausmacht, könnt ihr mich dann bitte auch beschützen. Na klar, okay, klar. Wirklich, danke. Ich werde mein Bestes geben, um euch allen eine Hilfe zu sein. Hoffentlich kommen wir miteinander aus. Mit einem Glanzspiegel. Vicky ist zu uns gestoßen. Yes. Das ist das Schiff, oder? Ich gehe nochmal voraus. Yay, wir haben endlich den wahren Hauptcharakter der kompletten Suikoden-Reihe bekommen. Gut. Das war das. Das war unser wichtigstes Ding. Moment, wohin jetzt? Muss jetzt überlegen. Oh, ist da kaputt gegangen. Ah! Ja, gut, wie dem auch sei. Gut. Das. Wo ist denn. Wo findet es am schnellsten hilfreich? Da unten ist der. Gibt es auch einen schnellen Weg? Selten. Da ist er immer, weil selten das erste. Perfekt. Sofortige Rückkehr zum Schiff von Obel. Boink. Jetzt. So. Die Tafel. Nee, die Tafel, das sehe ich nicht. Ich möchte die Gruppe direkt ändern. Ein bisschen was. Ja, dich haben wir auch gesehen. Oh, nicht gut. Nächste an der Liste wäre Pablo. Euch zwei lasse ich jetzt mal kurz drinnen noch. Pablo, ein unbekannter Charakter, schon wieder. Also, was ist schon wieder? Der kam jetzt halt einfach mit dazu, ne? Aus dem Nichts. Ich glaube, er ist ein Magier oder sowas. Wir können mal gucken. Status. Du hast auf jeden Fall schon mal ein paar Mana. Du hast wenig Stärke, viel Magie. Ja, das ist ein Magier. Wollen das trotzdem herkommen? Wir schmieden dich trotzdem hoch. Kann dauern. Was heißt dauern? Kosten. Super. So, trotzdem gar nicht mehr so schwach für einen Stock. Also, hat er zu. Du hast zumindest die Feuerrune drin, schon mal einfach so. Das geht ja. Wir haben keinen Runenladen, also egal. Wir sind immer noch in der Nahe. Genau. Ja, es wirkt jetzt ein bisschen nach Abarbeiten aus. Wirkt ein bisschen aus. Sieht aus oder ist einfach nur. Die Leute sind alle weg. Die haben jetzt alle ihre Räume und Co. Aber nicht alle. Kamera. Oh. Hallo. Hey Perrault. Hol dir die aktuelle Ausgabe der Zeitung. Nur so bist du immer auf dem neuesten Stand. Alte Ausgabe, da haben wir noch die Vorschau, die haben wir schon gelesen. Erste Ausgabe, was haben wir? Königreich von Obel besetzt. Das Königreich Obel war über Jahre hinweg wiederholt in einem Konflikt mit der Kuluk-Armee verwickelt. Okay, echt? Beim heftigen Angriff des Kuluk-Flotte musste es sich ergeben. Damit war das Königreich Obel durch die Kuluk-Armee besetzt. Ja. Einige Bewohner konnten sich an Bord dieses Schiffes flüchten. Ihre Sicherheit gibt Anlass zur Sorge. Der König von Obel, Lino N. Kules, versprach seinen Untertanen, dass er bei Obel zurückerobern würde. Gesucht. Gesuchte Personen. Es zeigte sich, dass Bartolomeo der Mann war, der bei Ilya ein Kuluk-Schiff angegriffen hat. Oha. Der zentrale Rat der Kuluk hat eine Belohnung von 100.000 Potsch für die Ergreifung von Bartolomeo ausgesetzt. Unbeschädigte Berichte zufolge soll er in der Nähe von Nai gesehen worden sein. Oh. Und unsere Love Story, nee, Depri-Story war es, ne? Die traurige Dame. Die traurige Dame war immer deprimiert. Ach, weil ich alle so traurig ist, das war ihre Antwort auf jede Situation. Ihr Mann war der beste Fischer im ganzen Dorf gewesen, alle beneideten sie darum. Aber trotz dieser wunderbaren Mannes und des lieben Sohnes, den sie gebar, war sie immer traurig. Ach, alles ist so traurig, sagte sie. Wow. Ich hoffe, die Geschichte geht am Ende auch zu Ende. Anyway.
Zurück zum Spiegel. Ach, Schnellreise für eine Tür. So muss das. Ich will zurück nach Nanahal. Ha, Nai-Kobold-Siedlung. Das hatte ich vergessen, vorm Aussteigen zu lesen. Wir haben was gelesen. Einen Namen, den wir schon mal gesehen hatten vorher. Als wir das erste kleine Schiff hier umgesehen haben. Oh, guten Tag, Bartolomeo. Und du bist 100.000 Potsch wert. Willst du was von mir? Ich hab's dir doch erklärt, oder? Ich bin eine wandelnde Zeitbombe, die Unglück bringt. Wir benötigen deine Unterstützung. Na gut, wenn du dich darauf einlassen willst, steht zu dir. Einfach so. Dann werde ich vorausgehen. Keine Angst, ich komme mit an Bord. Ich bin Spiegel, guck mal rein. Blum. Weg bist du. Ah ne, das ist eine Game-Mechanik, keine Story-Mechanik. Never mind. Okay, dann haben wir ihn auch. Wir hatten noch keinen Kampf mit Pablo, also... Wir machen es wieder so. Schön, dass wir immer noch den Ruinen-Eintritt haben. Soll ich von hier wegfahren, oder... nächsten Insel teleporten. Okay, was soll's. Direkt nach Nanahal. Und einen Hafen hochrennen? Ich weiß gar nicht, was am sinnvollsten ist. Egal. So, deswegen wollte ich zuerst die Hochwiki holen und dann geht das zack, zack, hin und her. Da fällt mir es in den Augenwinkel. Erstmal haben wir jetzt die Kombo von euch beiden. Ninja-Angriff. Okay. Einfacher Schaden gegen einen Gegner. Man kann mich auch angreifen normal mit beiden, finde ich, aber gut. Und Pablo, unser Magier, darf aber wegen der Animation erstmal zuhauen. Oh. Kronk. Okay. Er krittet natürlich sofort. Warum auch nicht. Bonk. Er hat eine komisch schnelle Animation, finde ich, für so ein Draufhauen als Magier. Nein. Ja, und so Ninjas weichen cooler aus als alle anderen. Na gut. Zumindest haben wir Pablo schon mal ein bisschen gesehen. Sehen auch, dass er nicht das Schadenpotenzial hat. Ist klar, er ist ein Magier. Ugetsu, hallo. Würdest du meine Geschichte anhören? Würdest du dir meine Geschichte anhören? So, mein Schiff war von den Kudok zerstört, als sie hier neulich landeten. Ich kann nicht reden nochmal. Mein Schiff wurde von den Kudok zerstört, als sie hier neulich landeten. Ich war hier? Kann sein. Jetzt bin ich ein Meeresfischer ohne Fischerboot. Das ist wie ein Fisch ohne Wasser. Möchtest du auf unser Schiff kommen? Das. Wirklich? Ich komme mit. Ich kann für euch fischen. Cool. Ugetsu ist zu uns gestoßen. Dann geh ich schon mal vor. Natürlich gehst du vor. Ihr geht alle immer vor. Wieder das gleiche. Es gibt nichts Neues zu sehen. Wo bin ich? Hier bin ich. Das Haus brauchen wir nicht. Da brauchen wir. Und spielt immer noch Verstecken? Gerade ist es mir nicht, wenn du meinen Papa siehst. Kann ich ihr nicht sagen, dass das Spiel schon lange zu Ende ist? Seit Wochen wahrscheinlich. Wenn man so die Schiffsfahrten mitberechnet. Hier gab es noch nichts weiter. So, warst du nicht im Rüstungsladen? Ja. Wenn ich jetzt die Sachen angucke, die Tempo- und Glücksringe, Wollhut und so weiter. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, ob mein Chatley-Händler dann die Sachen auch dann hat. Dann, ja. Ich wiederhole mich. Ja, das Wichtigste hier allerdings
Ein Runenladen. Guten Tag. Welcome. What can I do for you today? Ich möchte die Runenmeister. Den Runenmeister sprechen. I knew it. All the customers have been of your sort lately. My business is being ruined. Miss Jean! A customer! How may I help you? Darf ich was bei dir einpflanzen? Ah, nee, Moment. Wollt ihr auf unser Schiff kommen? Hehe. All right, what a wonderful idea. After all, it seems I'll cause more trouble if I stay here too long. Autsch. What? Who said anything like that? Dein Unterton hat das ganz deutlich gesagt. Come, let's go. Let's have some fun. Das klingt komisch nach dem verführerischen Lachen. Jean ist zu uns gestoßen. Oh, ihr habt aber viele Freunde dabei. Wenn das so ist, dann verschieben wir unser Rendezvous lieber auf später. Okay, die meint wortwörtlich, komm, lass es uns treiben. Hat sie... weiß ich jetzt nicht, das sehen wir dann noch. Das war sie, jetzt haben wir unseren eigenen Runenmeister. Das können wir dann auf dem Schiff auch bearbeiten. Ja. Ich schau mal weiter. Wuff oder Rawuff? Hier habt ihr wieder Kämpfe, oder? Oh, hallo. Nicht. Ja, es gab wieder Kämpfe. Ich hab's noch gesagt. Haut das Viech, weil es mich stört. Gut gemacht. Hallo, guten Tag. Angard! Das ist auch eine Möglichkeit, ein Gespräch zu führen. Oder anzufangen. Maxine. Oder Maxine? Ich weiß nicht, wie man sie aussprechen soll. Ja, komm. Du darfst mal hier machen Mini-Zauber. Keine Ahnung. Du bist ein Magier, du darfst mal zaubern. Wieso fliegen sie wie solchen. Wie so ein Fliegenschwarm? Ey. Mal Pablo. Wie man, Pablo hört sich so erschreckend jung an. Also seinen Kampfschrei finde ich zumindest. Das war's. Ne, normaler Angriff ist wahrscheinlich stärker, weil da besteht die Möglichkeit zu krippen. Ah, okay. In anderen Teilen wird es direkt ausgerotet. Sehr helle Stimme, nennen wir es mal so. Oh nein. Gefährlich. Sehr gefährlich. Mit Windzauber. Das heißt, theoretisch könnte ein Tornado kommen, ein ganzes Team auf einmal ausrotten. Oh, oh. Oh, das war ein Witz. Ach du Scheiße. Pablo One-Hit. Mhm. Okay. Du bist fast tot, das heißt, wenn ich dran komme vor dir, müsstest du tot sein. Aber nur um wirklich 100% sicher zu gehen. Ich voll heil. Okay, sie kam sogar noch vorher dran diesmal. Nein. Ah, oh, das ist frech. Das war frech. Kommt sie vorher dran? Damit sie die. Vorher war sie nie als erstes, also nie vorher dran. Das war Beschiss. Ich sag, das war Beschiss. Ach komm, warum nicht? Hier. LP.
wenn er am Ende lebt. Hoffen wir, es ist jetzt Matsch. Okay. Blitzi, Blitzi. Schön. Uiuiui. Naja, hätte mehr EP erhofft. Autsch. Die hat wehgetan. Grrr. Okay, einfach nur grrr. Ah. Weg ist sie. Aber sie lebt noch. Sie konnte noch sprechen. Oder knurren, je nachdem. Gut. Und schaffe ich es raus? Yes! Okay, hat Pablo schon. Pablo war das? Schon genug gekämpft oder muss ihn weiter benutzen? Jetzt kommen auf einmal die ganzen neuen Leute und die man benutzen muss. Muss ist das falsche Wort, aber. Komm. Heilen wir uns mal voll. Mana voll machen. Mana wird ja nicht beim Level gefüllt. Hallo. Hey Manu. Na sowas, welch ein Zufall. Dich hier zu treffen. Also, bist du auch heil und aus Open entkommen. Ich? Mit Hilfe meines Aufzugs konnte ich ohne Probleme fliehen. Ich frage mich immer noch, wo der war und wie der an einer Klippe funktioniert, ohne eingebaut zu sein. Egal. Sag mal, kennst du jemanden an Bord dieses großen Schiffes im Hafen? Mhm. Aufzug würde da sicher gut reinpassen. Oh, was? Das ist dein Schiff? Ja. Ja, das ist es. Willst du mitkommen? Hm, gehen wir. Komm schon. Worauf warten wir noch? Okay. Wait, ich brauche nicht dafür bezahlen. Ich kann auf dem Schiff übernachten umsonst. Ja. Helden, Helden, zack. Ich bin zwar nicht mal im Bett. Oder streckt am Bett, aber gut. Fisch. Oh, hier. Hallo. Wie geht es denn so? Funktioniert der Fahrstuhl für dich? Weiß ich noch nicht. Ich habe ihn nicht benutzt. Aber hier, das ist einfach nur ein Kasten. Mit einem großen Rohr drumherum. Wie hat er den in Obel benutzen können? Ich weiß es nicht. Ah, deswegen das Fischsymbol, weil unser Fischer hier ist. Dun, dun, dun. Okay. Hmm? This one looks heavy. It's gotta be a big one. Möglich? Bin ja jetzt kein Angler. Shiramine, what on earth is he doing here? Hallo. Ich bin jetzt kein Angler, aber kann eine Angelrute einen Menschen rausziehen? Jetzt rein gewichttechnisch. Ich verstehe das ranziehen und dann mit der Hand ran oder so. Aber hier diese 10 Meter hochgezogen. Egal. Shiramine, sagt er. Hm. Eigentlich wollte ich fischen, aber dass ich selbst rausgefischt werde. Was? Ich heiße Shiramine. Shiramine. Nochmal. Das ist ein nettes Boot, was du da hast. Und jetzt. Trotzdem bin ich nur ein armer alter Mann. Ich weiß, Shiramine. Wieso fischst du hier nicht gemeinsam mit mir? Wie wär's, Dorp? Wenn noch ein paar Leute beim Fischen helfen, werden wir mehr zu essen haben. Das ist doch eine gute Idee. Natürlich, bleib hier, nichts dahin. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Wieso? Kein Ding, sei halt hier. Ah. Hä? Angeln? Du bist zum Angeln hier? Wie sieht das Angeln hier denn aus? Mal gucken. Ah, genau wie im zweiten Teil. Dann bin ich damit vertraut. Halte deine Stärke in der Leiste. Fertig. Naja. Wir machen es einmal. Komm. Ich hoffe, dass die Taste auch die normale ist. Spannend. Oh, was haben wir denn? Einen Stiefel? Wenn das so einfach ist, dann ein Eimer. Yay. Was glaubst du, was das ist? Willst du nochmal versuchen? Nö. Wir haben gesehen, wie es funktioniert. Mehr ist nicht relevant.
Ich frage mich ja, wie das funktionieren soll, dass ein Eimer oder ein Schuh oder sonst was anbeißt. Weil der liegt nur da. Er kann da nicht zuschnappen und dann auf einmal am Band ziehen. Aber egal. Jérôme, woran denkst du gerade? Werf das Netz aus. Gut, dann werfen wir das Netz aus. Wenn du denkst, es ist Zeit, es zu ziehen, wird... wenn du denkst, es ist Zeit, es ziehen wir es wieder rein, so rum. Warum soll ich einzeln Fische fangen, wenn ich einfach rumfahren kann und dann hunderte Fische auf einmal habe? Egal. So, das war... Na, ich bin mich täuscht. So, hey du. Wollen wir noch was ändern? Das haben wir gesehen. Dich haben wir gesehen. Wen haben wir jetzt noch? Wait, du kannst sogar kämpfen? Wusste ich jetzt gar nicht. Okay. Dann nehmen wir dich einfach mit. Endlich. Gut, du bist... Pablo war ein Magier, haben wir gesehen, wie er funktioniert. Macht sein Magiezeug. Na, von der Liste von oben nach unten ist jetzt Jean mit dem Team. Na cool, nehmen wir Jean auch direkt mit. Wir testen erstmal die meisten nur durch, ne? Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber egal. Genau. Und der Ladescreen hatte gerade sie kurz, ich weiß. Was hast du drin? Ah, Verzauberungszone hat sie drin. Deswegen hat sie ein verzauberndes Lachen, denke ich mal. Der Donner. Du hast eine Wasserrune und gut, als Fischer macht das Sinn. Du bist so nichts wirklich. Okay, stark, weniger Magie. Na, war klar, Magierin. Und ich bin einfach nur gut in allem. Cool, wusste ich nicht. Dieser Runenladen, glücklicherweise übernimmt jemand, wenn Genie nicht da ist. Danke, dass du ausgeholfen hast. Ja, das meine ich. Feuer, Wasser, Donner. Wieso habe ich 10 Donnerkugeln? wer wird sie tragen? Du hast sie drin, du nicht. Du hast die Wasserrune. Du hast halt auch die Donnerkugeln voll. Was hast du dir anzubieten? Sonne, kritisch, Medizin, was, Feuer, Wasser, Donner. Alles Standardzeug. Na gut. Hallo, Adrian. Und das wird... das wird teuer. Reicht das überhaupt mit mir? Ich glaube, ich habe ungefähr die Hälfte ausgegeben gerade. Ich habe nicht drauf geguckt. Oh ne, nur 30.000 bisher. Pro Charakter. Bisher. Hallo. Hast du Angebote? Ein Tai Chi Gewand. Okay. Nimm mit, I guess. Ihr tragt alle Rüstung. Ich werde eben alle keine Helme an, wieder sowas. Kette in Silber. Übersetzung. Und du hast keine Hände. Du kriegst Schilder? Wieso trägt Ogetsu Schilder? Und ich nehme ein paar Minuten mit, also soll's. Zumindest habt ihr den Oberkörper an. Laufen nicht alle oberkörperfrei rum. Stimmt. Es ist besser als kein Helm. So ein Ticket auf dem Kopf. Tempo minus. Was ist denn auf dem Zeitstiefelgang drauf? Ich wüsste das gerne. Wait. Kannst du einfach entfernen, ne? Plus 10 Tempo ist jetzt einfach nur cool, I guess. Habe ich noch ein Ticket über? Hau rein. Platz 2, eine Sonnenscheinkugel, die kein Mensch braucht. Oh Mann. Wobei die Sonnenscheinkugeln geben Grundgeld, wenn man sie verkauft. Von daher. Es ist ein halber Hauptgewinn. Okay. Die Insel ist durch. Ich hab... Mach noch eine Insel mehr. Genau, da wir jetzt nicht viel Story gemacht haben, außer der Anfang, können wir uns ein bisschen mehr Zeit mit denen jetzt nehmen. Außerdem...
Wahrscheinlich eh noch was raus, also egal. Reisezeit noch ausschneiden. Ich will nicht wirklich dorthin, aber... Ich will aus dem Boot, aber von hier aus. Ich will nämlich nach Illuya. Ein Stück so und dann an der Insel vorbei. Naja, können wir schon mal hier gucken. Hier guckt nochmal zu. Ugetsu und Jean angreifen. Aua. Klock, klock. Bonk. Läuft hin und haut halt zu mit der Axt. Nichts anderes. Und nicht nochmal Jean, bitte. Ach komm. Räche sie. Okay. Hat sie nicht die Verzauberungsrune, um genau nicht angegriffen zu werden? Hallo. Naja, haben wir schon mal das Allergeringste von ihr gesehen. Die haut zu. Die haut erstmal mit dem Stock zu und dann mit der Rückhand der anderen Hand habe ich so. So sah es gerade aus für mich. Klatsch, klatsch, ja. Okay, es hat schon so ein bisschen Stil. Also es lohnt sich auch mit ihr normal anzugreifen, wegen Animation. Und naja, es ist halt ganz ein Standardzauber. Also. Das, was man ihr gibt. Joa. Diese Donner-Affinität, das heißt, der 300er Schaden hat gerade. Der 300er Zauber hat gerade 400 Schaden gemacht. Also knapp 30% mehr Damage. Standardgegner. Oh, ich habe eine Idee. Und zwar, speichern. Ich habe so lange nicht gespeichert, die ganze Zeit Sorge, dass auch so ein Random-Kampf mich umbringt. Wie fast vorhin passiert. Ey. Oh, ein neuer Rochen im Dunkel. Roter Rochen. Limit. Mach geht. Müsste Level 1 Magie, einfach weil wir die Mana haben. Ui. Donk. Mhm. Okay, gegen. Level, schön. Weiß nicht, Jeans Zauberanimation dauert mir zu lang. Ganz ehrlich. Na gut. Ah, schau, und da sehen wir schon die. Nicht so einer. Nein. Hier kommen. Soll ich? Komm mal rein. Wusch. Und sie leben nur noch, natürlich. Ah. Du bist am schnellsten, ne? Mach den weg, hoffentlich. Sollte irgendwas überleben, grill eine Runde hinterher. Natürlich lebt nur noch einer. Und der überlebt das sogar. So, nein. Die machen mit ihrem Standardangriff halt mehr Damage als sie mit der Rune. Aber sie macht auch eh Schaden. Okay, ja. Mit dem Level 1 Zauber. Na gut, ist jetzt langweilig. Illuya. Die Insel, die ja von dieser riesen Runenkanone zerstört wurde. Mit eigener Musik. Ozean-Runenstück, Schatzkarte. Na, sonst ist hier erstmal nichts.
Chinchilla-Ständer. Okay, wir kriegen Möbelstücke teilweise. Okay, wie sieht denn diese Insel jetzt aus? Also sehr grau auf jeden Fall. Aber gut, das kann auch ohne einen Nuklearschlag passieren. Die Kisten noch oder so. Oh, was bist du denn? Du bist ein blutiger Gigant. Irgendwie habe ich gerade Sorge, dass der stark sein könnte. Oh, sie haben vier Magie bereits freigeschaltet. Na, das sind die Magier, ne? Hui. Okay, du sahst schlimmer aus, als du bist. Dieser... Wie war das? Dämonenfrosch auf einer Nal war schlimmer. Und der war in einem früheren Gebiet, also, I don't know. Oh. Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl auf einmal. Oh Gott. Es ist ein Engel. Oh Scheiße. Kann ich den Engel platt machen mittlerweile? Versuchen es einmal. Komm. Das gefällt. Ich habe jetzt Emulator speichert und gutes. Er wäre schneller als ich. Autsch. Ui. Ui. Hundert Schaden. Oh Gott. Alle sind halb tot gefühlt. Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde es mir gar nicht in die Mühe machen, wie bisher. Komm hier mal Feuer für alle. Boom. Puppe ist busy. Oh nein. Deswegen habe ich diesen Speicher gesetzt. Hätte einfach nur laufen können, ne? Also ich muss erstmal, keine Ahnung, irgendwelche Leute mit Wasser ausrüsten, damit ich AOE-Heilung habe. Nach seinem Eissturm da. Machen kann, sonst würden jetzt jeder nur noch Medizin schmeißen, um zu überleben, dann die nächste Runde wieder neue Medizin, um den nächsten Zug zu überleben und so weiter. Das führt halt nirgendwo hin. Was seid denn ihr? Ihr seht blitzig aus. Lähmende Insel. Gefällt mir nicht. Einmal konzentriert angreifen. Und gelähmt, natürlich. Das hat natürlich nicht gereicht. Okay, wenn alle einen angreifen, würde es reichen. Wenn man jetzt die Betäubung wegrechnet, ne? Oh, zweimal. Vorher. Schön. Oh, Kiste. Und ja. Also ganz ehrlich, für diese Runenkanone, wie das aussah, sieht das hier recht normal aus. Hätte mir mehr Schaden vorgestellt. Euer Blitzeffekt macht's laggy. Auch schon wieder der Stun durch. Ja. Warum so viele Angriffe? Komm. So konzentriert alle sich auf sie. Sie hat doch die nicht angreifende Runde. Come on. Hallo, hier lebt noch etwas oder jemand.
Natalie. Was ich mache, willst du wissen? Ich dachte gerade an das Fenster des Hauses, das hier einst stand. Das Fenster, das hier sein sollte. Das Fenster, das nicht mehr hier ist. Weil die Kuluk angegriffen haben? Wer seid ihr? Kämpft ihr jetzt gegen die Kuluk? Ich würde es etwas ausmachen, wenn ich mich euch anschließe. Yay! Ich kümmere mich um alles, was mit Fenstern zu tun hat. Ich muss auch alle kaputten Fenster hier in der Stadt reparieren. Aber erst einmal würde ich gerne euch helfen. Willst du mit uns kommen? Ja, hat er gefragt. Ich werde mein Bestes geben. Natalie ist zu uns gestoßen. Okay, das war Fenster. Wo kam ich her? Kiste. Also da kam ich nicht her, aber Kiste. Noch ein Engel. Oh. Ja, komm. Einfach weg und tschüss. Wait. Ist hier nicht ein Abgrund? Komm sofort wieder. Komm auf die Karte. Also vor uns gucken. Hier ist ein Abgrund. Knallhart ein Abgrund. Wäre jetzt noch eine Brücke rüber und ja, das gehen okay, aber so. Okay, meinetwegen. Wie dem auch sei. Hallo, guten Tag. Isaac. Hier lebten früher Menschen bis vor kurzem? Ja, das haben Städte so an sich. Es war nur eine sehr kleine Kolonie. Der Ort, an den ihr ja gerade durchquert habt, dort befand sich der Dorfplatz. Aber jetzt. Ja, gibt es nicht mehr. Also, wer seid ihr eigentlich? Kämpft gegen die Kuluk? Lass uns zusammen kämpfen. Ich denke mal, ich habe ja gesagt. Ich habe nichts dagegen, aber ihr müsst mir einen Gefallen tun. Könnt ihr mir einen Blumensamen bringen? Ah, ihr habt den Blumensamen mitgebracht. Darf ich? Sicher? There was a little girl who used to live here. She loved flowers. I will lend you my strength, as I promised. And I shall part with this place. Until the day flowers bloom here once again. Doch okay aus. Du hast Erde dort, es regnet. Wird nicht allzu lange dauern. Dann werde ich vorausgehen. Ja, ja, Gruppe ist voll. So. Und jetzt gibt es hier noch eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, wo genau, aber ja. Dieses, nennen wir es mal Labyrinth hier, ist jetzt nicht so schwer, vor allem, weil man eine Karte aufmachen kann. Hier sind Räume rein. Also Räume in Anführungsstrichen. Kiste, altes Buch, yay. Thema hatten wir schon, wir können Bücher nicht lesen, solange wir sie nicht in ein Regal stellen. Hier ist beides zu. Hier sind wir am Eingangsbereich, wie man es nennen kann. Und, wer steht denn da rum? Jemand. Guten Tag. Wer ist da? Und wer bist du? Du bist keiner von uns, oder? Los, verschwinde von hier. Große Schwester Kate. Diese Stimme. Immer, ist sie nicht, sollte sie nicht direkt hinter mir stehen oder sowas? Wir laufen ja als Gruppe rum. Egal. Bist du das, Mizuki? Hallo. Was höre ich da? Ihr habt für die Cray Handelsgesellschaft gearbeitet? Das war einmal. Mittlerweile arbeiten wir für Herrn Dorn. Hi. Wow. Jetzt wird's aber interessant. Also haben die Kuluk diese Insel in die Luft gesprengt. Das wusste ich nicht. Erstaunlich, dass die Kuluk sich mit der Cray Handelsgesellschaft verbündet. Haben sie unseren Vertrag vergessen? Befahlen mir, die Insel zu erkunden und sprengen sie dann?
Wenn das Absicht war, werden sie dafür büßen. Vielleicht ist der Person, mit der du den Vertrag abgeschlossen hast, etwas passiert. Vielleicht. Aber ich bin mir sicher, dass sie mich für entbehrlich hielten. Oh, was soll ich jetzt bloß tun? Genau wie Armada, ne? Armada. Naja. Sag mal, Mizuki, kann ich mit euch mitkommen? Ich will sehen, wohin das alles führt. Wie wär's? Und keine Bange, ich werde euch nicht verraten und uns zu den Kuluk überlaufen, wenn ich mit euch unterwegs bin. Ja, das würde jetzt auch ein Verräter sagen. Wenn ich den Eindruck habe, dass die Dinge schlecht laufen, dann werde ich mich ganz diskret davon machen. Herr Dorf, die Entscheidung liegt bei euch. Komm, Mizuki, du darfst eine Meinung haben. Du kannst darfst sie gerne empfehlen oder sowas. Na gut. Wenn das so ist, komm mit. Danke, worauf warten wir? Guck mal in den Spiegel. Blink. So, das war Kate. Das war auch der Grund, warum ich Mizuki noch nicht rausgeschmissen habe. Oh mein Gott. Okay, das war was dann mit der Insel soweit erstmal. Bis wir die Engel des Kügelchen verhauen können. Müssen wir uns drauf vorbereiten. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt heute schon wieder sehr viel überzieht vor allem. Deswegen... Oh, ich muss das unschnell ein Stück wegwerfen. Nicht wörtlich. Bin ich heute raus. Haben wir erstmal oben noch ein paar Leute eingesammelt. Und werden dann beim nächsten Mal schauen, was wir machen. Ich weiß es noch nicht. Mehr Leute benutzen.